Friedrich Ofenauer von der ÖVP, Sprecher für den öffentlichen Dienst, Beamter in St. Pölten, ist der Nächste. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Frau Minister, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus, sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher vor den Fernsehgeräten. Nachdem der Herr Klupper-Bank-Hickel zu Beginn dieser heutigen Plenarverhandlung seine Sprachfindungsfantasie unter Beweis gestellt hat und von einem Grenzgebiet zwischen Demokratie und Diktatur und auch Überwachung gesprochen hat, wo er sich wahrscheinlich auch auskennt, so zeigt die Rede meiner Vorrednerin Belakovic, Kollegin Belakovic, ein Beispiel für Realitätsverweigerung bis hin zum Realitätsverlust. Und ich kann Ihnen nur raten, meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie auf die Experten, nämlich auf die Experten in Ihren Fachgebieten und nicht auf die Experten für eh alles, die im Grunde nur Nebelgranaten werfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und diese Nebelgranaten werden auch geworfen, indem man ein Instrument der tatsächlichen Berichtigung ins Gegenteil verkehrt. Eine Berichtigung sollte eigentlich etwas berichtigen. Im konkreten Fall, die Kollegen Stöger und Angerer haben Verhandlungen und Verfahren durcheinander geworfen. Weil natürlich ist klar, Bauverfahren, auch Gewerbeverfahren können durchgeführt werden, die Verfahren an sich. Aber mündliche Verhandlungen, die notwendig sind, wenn in einem Bauverfahren zum Beispiel ein Nachbar einen Einwand erhebt oder die notwendig sind in einem Gewerbeverfahren zur Genehmigung einer Betriebsanlagengenehmigung, die waren bisher nur dann möglich, wenn sie für, und ich zitiere aus dem einstimmig beschlossenen Gesetz, nur wenn sie für die Aufrechterhaltung der geordneten Verwaltungsrechtspflege unbedingt erforderlich ist, das heißt ohne Aufschub. Und so wichtig natürlich Betriebsanlagengenehmigungen und Genehmigungen für Einfamilienhäuser notwendig sind für die jeweiligen Antragsteller, kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass das für die Aufrechterhaltung der Verwaltungsrechtspflege erforderlich ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Gesetz, dieses verwaltungsrechtliche Begleitgesetz, diese Ermöglichung der Verhandlungen, machen wir das wieder möglich, dass mündliche Verhandlungen wieder möglich werden. Das heißt, dass Betriebsanlagengenehmigungen nach einem Lokalaugenschein mit den Sachverständigen wieder erteilt werden können, was wichtig ist für unsere Betriebe. Dass Wohnbaugenossenschaften wieder ihre Wohnhausanlagen errichten können oder dass die kleinen Häuselbauer ihre Häuser genehmigt bekommen. Und das ist für diese Menschen wichtig. Und meine sehr verehrten Damen und Herren von der Opposition, Sie haben das bisher verzögert und wir ermöglichen das jetzt wieder. Wo wir grundsätzlich bei der Frage sind, warum wir überhaupt diese heutige Sitzung haben. Natürlich ist es notwendig, weil wir Beharrungsbeschlüsse fassen, aber die Begründungen für Ihre Einsprüche waren alles andere als plausibel und bei weitem nicht nachvollziehbar. Ich verweise nur auf die Ausführungen des Herrn Ministers Anschober zum Epidemiegesetz. Mit der Lockerung der Maßnahmen ist natürlich auch klar, dass wir diesen Paragraph 15 nachziehen müssen. Denn bisher gab es nur die Möglichkeit, wenn jemand eine Versammlung, eine Veranstaltung machen wollte, gab es nur eine Möglichkeit, eben Nein zu sagen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen Ja, aber unter gewissen Auflagen, unter bestimmten Voraussetzungen. Und die Experten, die Verfassungsexperten, nämlich wirklich Experten auf ihrem Gebiet, wurden bereits genannt, die alle bestätigt haben, dass dieses Gesetz in dieser Form so in Ordnung ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Kritikpunkt der fehlenden Begutachtung, der sich durch die letzten Tage und Wochen zieht. Es ist irgendwie schon erstaunlich, wenn es vor einer Wahl um das Verteilen von saftigen Zuckern geht, da ist auf die Genossinnen und Genossen von der SPÖ Verlass. Da wird es im Eilverfahren ohne Begutachtung beschlossen. Da wird am Vormittag ein Antrag eingebracht und am Nachmittag beschlossen. Koste es, was es wolle, um das umzumünzen. Aber wehe, es geht darum, dass der Staat in einer Krisenzeit seine Pflicht erfüllt, wenn es darum geht, Existenzen zu sichern und dringende Steuererleichterungen zu schaffen oder unsere europäischen Partner zu unterstützen. Da gerät diese Solidarität auf einmal ins Wanken. Und das ist alles andere als verständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Menschen brauchen diese Gesetze jetzt. Und wenn sie aufgepasst haben, in einer Zeit der Krise zählt die Zeit. Das wurde heute auch bereits gesagt. Und natürlich ist eine ausreichende Diskussion wichtig. Es ist Kontrolle wichtig, auch Widerspruch wichtig. Aber in diesem Fall war es wichtig, schnell und gezielt zu reagieren. Und die Bundesregierung hat in den jetzt so kritisierten kurzen Abständen immer im Detail informiert, was sie vorhat und was letztlich dann auch umgesetzt wurde. Und über alles gesagt kann man sagen, dass hier richtig gehandelt wurde. Denn am Beginn der Krise hat
man nach Italien geschaut. Und warum? Weil Italien massiv betroffen war und wir geschaut haben, was können wir von Italien lernen. Aber jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt schaut man auf Österreich, weil sich jeder fragt, wie haben wir das gemacht und wie sind wir durch die Krise gekommen. Und das nur deshalb, weil wir gemeinsam zusammengehalten haben und richtig und schnell gehandelt haben. Und meine Damen und Herren, Europa nimmt sich jetzt ein Beispiel an uns, aber wir dürfen diesen Erfolg nicht leichtfertig aufgeben. Wir haben das gemeinsam geschafft, wir haben das gemeinsam durchgetragen. Wir müssen uns auch bedanken bei der gesamten Bevölkerung, die diese Verhaltensmaßregeln, die manchmal nicht leicht umzusetzen sind, die diese eingehalten haben. Aber wir brauchen auch weiterhin den Zusammenhalt, indem wir Abstand halten, damit wir eine zweite Welle verhindern, meine sehr verehrten Damen und Herren.